Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Letztes Spiel haben wir es geschafft, dass der Gegner abbricht und haben aus einem 1-0 ein 2-1 gemacht, dann aus einem 2-2 ein 3-2 und dann ein 4-2. Sehr schön. Und es kann sein, dass ich in der Folge jetzt nur ein Spiel aufnehme oder ich muss es dann wieder zusammenschneiden. Mal schauen. Naja, wahrscheinlich schneide ich es, wenn dann zusammen. Ich wollte jetzt noch ein Spiel machen. Außerdem wäre es ganz cool, wenn ich jetzt zumindest 5 am Freitag schaffe. Dann habe ich noch 10 für Samstag, 10 für Sonntag. Das passt dann. Oh fuck, jetzt ist mein Deckel runtergefallen von der Flasche. Na komm her. Na komm on. Wo bist du? Da. Ach, ich würde jetzt gerne nochmal mit Origi spielen. Das würde ich gerne mal testen. Hm. Schon wieder ein Gegner, der keine volle Chemie beim Stürmer spielt, und zwar der rechte Stürmer dürfte keine volle Chemie haben. Es könnte auch sein, dass Son nicht auf volle Chemie kommt. Ne, der kommt auf jeden Fall nicht auf volle Chemie, weil er hat ihn als ZOM gespielt, obwohl er ein LM ist. Mein Tipp ist wieder, dass er schlechter, nicht so gut spielt, aber das werden wir dann sehen. Ich konzentriere mich natürlich ganz normal, wie gegen jeden anderen Spieler auch. War er zu schnell mit Chamberlain? Oh, der Trackback war ultra gut. Der Trackback war ultra gut. Mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. Scheiße, Mann. Okay, das war ein richtig gut gespieltes Tor vom Gegner. Da kann man nichts sagen. Da bin ich noch nicht mal angepisst, ehrlich gesagt. Das ist krass. Aber wenn der Gegner sein Tor halt wirklich super gut rausspielt und ich einfach nichts dagegen machen konnte, dann, ja, bin ich auch nicht angepisst. Wieso auch? War halt einfach gut gespielt und ich habe es schlecht antizipiert. Toller Fehlpass von Anderson. Hat es wieder mit seinem Trackback probiert. Diesmal hat er zum Glück nicht funktioniert. Alter, wie krank war das denn mit El Sharabi gespielt, meine Freunde? Ja, genau, da kann man mal sein Trikot, seinen Namen zeigen. Unglaublich. Also das habe ich noch nie geschafft in FIFA 18, also so ein Tor. Einfach nur durchrennen, ein bisschen rumtribbeln und dann macht man's. Das habe ich noch nie geschafft. Geil. Einfach nur geil. So, und jetzt machen wir noch eins und gewinnen hier wieder 4-2 oder so. Schön gemacht mit Icardi, der hier aber auf komplett falscher Position ist, weil über außen. Oh, schade. Ich dachte, ich komme direkt nochmal zum Abschluss mit Sharabi. Waren eigentlich dran. Hat er wohl nichts gesehen zum Durchkommen. Sehr schön. Jetzt rennt er ein bisschen aggressiv rum. Ich bin mir gerade am überlegen, ob er jetzt auch schon wieder angepisst ist. Fühlt sich fast so an, was das ein Verteidigen angeht. Ein Verteidiger ist fast immer aggressiver, wenn man angepisst ist. Schön mitgenommen. Krass gespielt, Doppelpack. Also nicht Doppelpack, sondern zwei Scorerpunkte mit Sharabi. Spiel gedreht. Ah, das war auch wieder geil rausgespielt. Und wieder mal war Sharabi. Also ich war am Anfang, war ich so enttäuscht von Sharabi und er entwickelt sich einfach zu einem absoluten Top-Spieler, zu einer absoluten Säule quasi in meinem Spiel in der Calcio A-Mannschaft. Das ist krass.
Was natürlich geil ist, weil jetzt habe ich mit Felipe Anderson und El Shaarawy halt anscheinend zwei Spieler, mit denen ich gut umgehen kann. Weil Anderson kommt bisher noch nicht dran. Vielleicht hat Origi jetzt Bock, mit seinen momentanen Werten da mal anzuknüpfen. Na komm, setz dich ab. Scheiße! Das war eine ganz schwache Ballannahme von mir. Da bekommt auf jeden Fall Probleme, das gefällt mir. Aber ich bleib dabei, dieses 1-0 vom Gegner, dieser Dragback war unglaublich krass. Naja, also da muss schon unendlich perfekt kommen, der Ball. Hat er leider gut antizipiert, aber zum Glück steht er nicht so gut zum Ball. Ah, Lichtsteiner wird nicht schnell genug sein. Oh, wobei. Krass. Sehr gut von Musaccio. Ich glaube zwar nicht, dass sein Pass gefährlich geworden wäre, man weiß ja nie. Am Ende hat er dann irgendwelches scheiß Glück oder so. Oh, fuck. Anderson, du hast Pace, aber hast du mir so die Ausdauer, aber trotzdem, das schaffst du, komm. Oh, schade, aber trotzdem geil gespielt. Auch wenn es geblockt wurde. Ich dachte jetzt schon, Brozovic will mal zeigen, dass er auch geile Distanzschüsse kann. Ich meine, der Schuss war ja vielleicht auch gut, aber leider geblockt. Khedira! Ah! Er kam gar nicht so schlecht. Ah, jetzt wird er aggro, jetzt hat er hier ganz besonders aggressive Verteidigungsweisen. Oh. Krass, das ist ein krasser Abpfiff. Das ist ein richtig krasser Abpfiff. Also da wird sich der Gegner ärgern, dass er hier abgepfiffen hat. Ich freue mich natürlich, aber es sind erst 2-1. Ich brauche auf jeden Fall noch mindestens ein Tor. Sehr schön. Alter! Krass, ich dachte, er geht zum Kopfball. Ah, da war nicht gut aufgezogen. Muss den Strafe aufziehen. Oh, Bellerin ist auch so schnell. Aber der Pass ist zum Glück nicht gefährlich gewesen. Auch nur solche Pace-Monster in seinem Team, oder? Oxlade Chamberlain, Bellerin. Ne, ja, fallen mir gerade nicht ein. Ah, Son ist auch schnell, aber kein Pace-Monster. Es sei denn, man gibt ihm halt den entsprechenden Champions League-Style. Das hat er gut gemacht. Kann aber auch sein, dass es einfach wieder Flair vom Son war.
Also, die kommen jetzt hier nicht im Ball verloren, das wäre sehr eklig geworden. Schade, schlecht gedribbelt. Fuck! Oh, wenn es ankommt, Mäusel! Eieieiei! Och nein. Standen zum Glück zu viele. Musacchio ist da. Donnarumma, Son hat auch einen guten Distanzschuss, von daher können wir froh sein, dass der nicht drin ist. Ah, oh, schön, davon die Torreira, da ist, weiß ich nicht, 1,15 oder so. Viel zu klein auf jeden Fall. Sieht man schon, wie klein der ist. Was hat er vor? Aber Koulibaly ist natürlich sehr groß und da. Ach, es war Philippe Anderson, es war gar nicht Torreira, okay. Das ist auch ein Spiel, wo ich doch mal wechseln will, weil hier will ich meine. Führung mit frischer Kraft. Zementieren, aber ganz ehrlich, es läuft gerade ganz scheiße, weil die alle keine Power mehr haben. Ultra geiler Schuss! Ich dachte, der geht rein. Cardi war schon zum Schuss bereit. Jetzt aber! Torreira hat es angedeutet. Was geht ab, Junge? Nice! Ich glaube, sein erster Distanzschuss. Ich sollte eigentlich zur Kamera rennen, aber egal. Sehr geiles Ding von Torreira. Och, süß, wie ihn Icardi den Kopf streichelt. Jetzt braucht er nicht mal wechseln, fällt mir gerade ein. Zwei Tore Vorsprung reicht mir erstmal. In der 75. Nice! Und ja, wie gesagt, wobei El Shaarawy ist echt, und Philipp Andersson, die sind echt super platt, ne? Und Cuadrado und Alessandrini haben auch keine volle Pace, oder? Oder ist das volle, ist doch keine volle Fitness? Die habe ich doch gar nicht eingewechselt gehabt, oder? Hatte ich im letzten Spiel eingewechselt? Ich weiß gar nicht, aber zwei Tore Vorsprung, das schaffe ich, das bekomme ich hin. Wenn ich ein Tor fresse, dann wechsle ich halt einfach. Schönes Ding. Und er hätte sogar noch platzierter sein können. Aber das war schon gut. Also er war drin, logischerweise war gut. Leider halt wieder nicht so eine geile Wiederholung. Das war eine schlechte Ansicht. Nicht so geil. Das kann ich natürlich. Konter oder sowas über die Flügelspieler komplett vergessen. Oder Pässe in den Lauf. Sei denn halt, das ist schon ein super krasser Stellungsfehler beim Gegner. Oh, ich dachte, ich komme vorbeigedribbelt.
Oh, es ist sogar ein Stürmer-Foul. Wie ist das denn? Oh, schade. Oh nein, und er kommt auch noch. Ich frage ihn, dass er geplant war. Also in der Länge. So, also jetzt braucht er nicht mal wechseln, weil er noch ein Tor schießt, weil dann geht er einfach auf Zeitspiel, ist das Ding durch. Oh, ein bisschen zu weit und vor allem zu weit zur Seite. Weiter nach vorne. Ich meine, es war schön, dass ich das gesehen habe, aber bringt mir nur was, wenn der ankommt. Komm, machen wir noch ein viertes. War abgefälscht, oder? Ja. Abseits. Ich habe versucht wegzugehen mit ihm, damit ich nicht ins Abseits gehe. Also damit ich ihn nicht rangehe. Nicht ins aktive Abseits, aber er ist einfach rein gegangen. Ich konnte nichts dagegen machen. Sehr schön. Gewonnen. Spiel gedreht. Noch wichtiger. So, jetzt gucke ich mal auf die Uhr, ob ich noch ein Spiel schaffe. Ich würde eins schaffen, wenn... Ich würde den schaffen, wenn es keine Video, wenn es keine Verlängerung. Also mir ist zu viel Stress. Ich mache jetzt in der, also ich für mich mache jetzt kein Spiel mehr. Ihr werdet in der Aufnahme aber noch ein Spiel sehen, weil ich werde dann einfach das andere Spiel reinschneiden. Und El Shaarawy, Fußballgott, Pereira macht ein Tor, Vorlagen, Shaarawy, Brozovic, ja, macht also zwei, sehr geil. Ah, das Ding von Son war schon richtig krass. Aber Dragbacks habe ich mir auch gar nicht angewöhnt. Machen auch nicht so viele Spieler. Ich hatte eigentlich gehört, dass die ziemlich geil und effektiv sein sollen, aber dafür, dass es so ist oder so sein soll, habe ich bisher super wenig gesehen. Und es war auch das erste Mal, dass ich dadurch wirklich so ein richtiges Tor gefressen habe. Also, dass einer den Dragback richtig geil eingesetzt hat. Ach, ich voll Idiot, wollte mir nochmal das Tor anschauen. Oh, ich war so im Laberflash. Weil ich nicht mehr dran gedacht habe, scheiße. So, jetzt nehmen wir nochmal eine Sekunde Zeit, um mir nochmal kurz die Werte anzuschauen. 89, 23, 13, sind wir bei 36. Das ist mehr als in jedem dritten Spiel. Also hat sich auf jeden Fall stark gesteigert. Icardi 48, 50, 58 in 48 Spielen. War schon mal besser, aber immer noch mehr als ein Scorerpunkt pro Spiel. Philippe Andersson 60 Spiele, 16, 18, 30, 31, 34 in 60 Spielen. Also immer noch in jedem zweiten Spiel macht er einen Scorerpunkt. Das ist so krass. Torreira, 20 Spiele, 4 Scorerpunkte, ist nicht schlecht für einen Sechser, das hatten da Khedira. Eieiei, 34 Spiele und einfach mal 11 Scorerpunkte, vor allem mit 7 Toren, das ist krass. Das ist echt krass. Nice. Musacho ist auch der Torgefährlichste mit 7 Toren, aber hat auch lange nichts mehr gemacht. Ich glaube, Koulibaly hat genau 1. Genau. Lichtsteiner macht ja auch Ecken und sowas. Ein Tor, 6 Vorlagen. Gulam hat mal eine Zeit lang Elfmeter getreten. 95 Spiele, 6 Tore, 6 Vorlagen. So, Origi kennen wir ja. Dreh durch. Quadrado, 16 Spiele, 3 Tore, noch keine Vorlage. Das ist ein bisschen doof, vor allem als Einwechselspieler. Schmelzer, 4 Vorlagen. Alessandrini, über den brauchen wir nicht reden. Der ist geil und das sind auch gute Werte. 9 Scorerpunkte, 39 Spielen für einen Wechselspieler. Weil der ist ja wirklich nur als Wechselspieler aufgetreten. Kein einziges Spiel fest. Das sind krasse Werte. Ginter, 85 Spiele, 1 Tor. Arangis, 96 Spiele. Ach so, was ist denn mit Brozovic? 80 Spiele. 80 Spiele. Er hat 30, 70, 76, 84 Scorerpunkte in 80 Spielen als ZOM. Das ist so krass. Und Arangis, 96 Spiele. 50, 80, oh oh, 92 weniger Tore, also weniger Scorepunkte als Spiele. Das ist aber nicht so schön, Arangis. Also ist natürlich trotzdem krass. Aber ja, das kann aber auch wieder werden. Er hat mehr Vorlagen als Tore und Arangis hat mehr Tore als Vorlagen. Auch interessant, die Statistik. Tolisso, 37 Spiele, 7 Scorepunkte ist auch gut. 36 Spiele, 5 Scorepunkte ist okay.
Zuboff. 53 Spiele. Es baut ab, oder? Man müsste wahrscheinlich mal für Zuboff einen Ersatz finden, irgendwie. Aber das mache ich jetzt nicht. Also Zuboff ist trotzdem erstmal solide, grundsolide. Warum nicht, keine Gedanken machen. Süle, noch gar nichts gemacht. Kimmich, 2 Vorlagen. Und Werner, 38 Spiele, 30 Tore, 12 Vorlagen. Ja doch, sind wir bei 42. Das ist auch ganz okay. Okay, dann mache ich jetzt hier einen Cut. Ihr seht dann, wie es weitergeht in der nach dem Cut. Also für mich geht's dann morgen weiter. In diesem Sinne, bis dann. Ja, fast wunderschöner guter Morgen, weil für euch geht's ja einfach weiter in der Aufnahme. Für mich ist es ein neuer Tag, also ist jetzt Samstag. Aber egal, ich muss dran denken, dass wenn ich das Spiel gemacht habe und nicht weiterspiele, sondern dann eine neue Aufnahme starte. Und ich bin sehr gespannt, wie Origi weitermacht. Ob er jetzt einfach, also ob das nur eine Momentaufnahme war und der jetzt gar nicht so crazy krass drauf ist. Oder ob da jetzt einfach, ja, weiter so abgeht wie am Anfang. Und ich glaube, ich drehe mal mir die Heizung ab, es wird irgendwie warm. Aber erstmal, ich wollte gerade sagen, aber erstmal nehmen wir noch die Partie an. Moment. Moment. So, jetzt aber. Ich glaube, ich ziehe auch meinen Pullover aus. Den werde ich sowieso in 5 Minuten wieder anziehen, weil dann wieder zu warm ist, aber. Okay, anständiges Team. Griezmann, Dembele, also auf jeden Fall ein sehr guter Sturm, auch mit Martial da. Ja, es ist jetzt zwar kein Team mit Informs drin oder irgendwelchen generell aufgewerteten Karten, aber es sind so halt schon ein paar sehr gute Spieler drin. Loris im Tor ist natürlich auch nicht zu verachten. So, wir konzentrieren uns, come on! Wir haben auch ein sehr gutes Team, konzentrier dich, spiel gut, Paxis. Okay. Action Jackson. Schwache Ballannahme. Hat man den Ball fast wiederbekommen. Oh! Die Grätsche war auch wieder CPU, die habe ich nicht gemacht. Naja. Schwacher Abschluss, das ist immer ein gutes Zeichen. Wenn du da so einen überhasteten Abschluss. Also lieber solche Spieler, solche Gegner, die halt auch mal aus der zweiten Reihe dann merkwürdig schießen, als die Spieler, die halt wirklich immer den 100% perfekten Abschluss suchen und dann 100 Mal rumtrippeln und rumpassen, weil da ist die Wahrscheinlichkeit einfach da, dass es dann irgendwann funktioniert. Och nein, das war natürlich blöd, dass Zuber genau in dem Moment verschwindet, als ich ihn anspiele. Wäre jetzt glaube ich auch abseits gewesen, ja. Ach, fuck. Ich habe gedacht, ich kann vielleicht nochmal auf Zubauen spielen, dann habe ich mich leider geirrt. Ah, schade. Da hätte man irgendwie mehr draus machen müssen in der Situation, habe ich das Gefühl. Haben wir gut gemacht. Abgefälscht, aber die Schusstäuschung kam gut. Wir haben ultra lange keinen Tor mehr nach einer Ecke gemacht. Ach, Süle kommt zum Kopfball, aber leider nicht straff genug oder zu unplatziert, wie auch immer. Ja, der Gegner Glück. Oh, fuck! Was für ein Idiot, ey! Also, ich wollte ihn schon so ein bisschen angageln, aber er soll ihn doch nicht direkt runterreißen.
Oh, und dann war es auch noch auf der Linie. Was für ein Lack. Scheiße, ey. Eieiei, was für ein bitterer Elfmeter, was für ein bitterer Elfmeter. Also ich hab den zwar, aber selbst man fällt in der Gegner direkt hin, wenn man hinten mal ein, zwei Mal so ein bisschen. Krass. Oh, das habe ich ja noch nie gesehen. Aber egal, egal, egal. Der Gegner war bisher nicht so mega krass. Wir drehen jetzt einfach das Spiel, konzentrieren. Komm on, es ist noch nichts passiert. Das geschenkte Tor. Ja, gehen wir jetzt mit Wut, mit Entschlossenheit und Wut. Abseits. Er rennt auch total aggressiv drauf auf den Gegner. Auf den Ballführer meistens zumindest. Das ist ein rausgespieltes Tor, meine Freunde. Das ist ein rausgespieltes Tor. Nur, dass ihr Bescheid wisst, wie es funktioniert. Jetzt drehen wir das Spiel. Schön gemacht. Mit der Range ist zur kurzen Ecke gedreht. Und auch krasser Abschluss auf jeden Fall, dass er den da einfach mal so ins lange Eck schießt gegen Loris. War sehr riskanter Pass, war auch nicht so geplant. Ah, schade. So, Süle, du bist gerade schon mal zum Kopfball gekommen. Jetzt mach mal ein Ding rein hier. Oh Gott, was war das denn? Schön gemacht von Schmelzer. Oh, mega krass gemacht von Schmelzer. Also das am Anfang war scheiße, aber wie er dann den Ball daraus spitzelt gegen Griezmann, das war ja wohl der absolute Wahnsinn. Danke, danke, danke. Das ist rot. Da war der Ball schon lange weg, also interessant. Schade, schade, es war gar nicht schlecht, der Schuss von Origi. Und das mit links, vielleicht hätte ich nochmal versuchen sollen, aufs andere Bein den Ball zu bekommen. Als wie gesagt, Rechtsfuß hat man 4 Sterne auf den Schwachen. 3 Sterne, sorry. Oh, allerletzter Sekunde und das war wieder scheiße. Es war ein Versuch wert, aber schade. Aber ich bin zufrieden, dass wir erstmal den Ausgleich geschafft haben. Und ich denke, im Großen und Ganzen haben wir auch besser gespielt als der Gegner.
Das führen wir jetzt mal fort, würde ich sagen. Was gibt's denn eigentlich noch für Alternativen als LM? Wie gab's denn da noch? Weil Zuber irgendwie nicht mehr so abgeht. Schöner Pass von Kimmich. Och Mann! Klar, es waren schwierige Abschlüsse, aber trotzdem. Oh, das hat er mega stark rausgetackelt, vor allem, dass er nicht mal ins Aus geht. Das hat er zum Glück schlecht gemacht. Jetzt! Ja! Ich glaube, es war ein Eigentor. Sehr gut. Es war kein richtiges Eigentor, aber es war ziemlich lucky, dass wir da an die äußeren, ach, Ginter, sehr geil, an die äußeren Finger quasi, also an, nee, Quatsch, an die, wie sagt man? Handinnenfläche, Handaußenfläche, an den Handrücken oder besser gesagt an die, das war ja nicht der Handrücken, sondern es waren ja die Finger auf der anderen Seite, also der Fingerrücken quasi, an den Fingerrücken ranspielen und dadurch, dass der Ball dann reingeht. Ich glaube, er wäre auch so rein, aber wenigstens hat er das Tor nicht gehalten. Zweites Tor von Ginter und ich glaube, das erste hat er auch nicht mit dem Kopf gemacht, das hat er, glaube ich, auch mit dem Fuß gemacht. Und es war ja sogar Volley, ne? Also nice. So, jetzt gehen wir mal auf nicht Flügelwechsel, ich wollte einfach nur auf defensiv. Schönes Zusammenspiel von Süle und Kimmich. Wir brauchen aber noch ein Tor, es ist erst die 55. Krass gespielt, richtig geil. Oh mein Gott, war das geil. Sehr, sehr geil. Und Arangis, ne? Er hat wahrscheinlich gehört, dass ich gesagt hatte, er macht jetzt weniger Scorerpunkte, als er Spieler hat. Das kann er nicht auf sich sitzen lassen, deswegen muss er jetzt direkt ein bisschen übertreiben. Ich weiß nicht, aber jetzt, also er hat jetzt mindestens zwei in dem Spiel, aber es kann natürlich sein, dass er auch noch. Ach nee, das, ich glaube, das Tor von Ginter hat, glaube ich, keine Vorlage. Jetzt haben wir drei Tore. Es ist noch nicht durch, aber. Krass, dass er den hält. Also den hätte er, glaube ich, auch flach schießen müssen. Wäre gefährlicher geworden. Dadurch, dass er halb hoch kam, war es einfacher. Aber es hätte jetzt auch locker mal das zweite sein können. Oh Gott, wie schwach. Ja, da hat er Torschlusspanik gehabt. Also das war ja nur. Also, sorry, aber jetzt muss es 3-2 stehen für den Gegner. Aber wenn man so abschließt. Und es war aber auch schlecht von mir. Ich hätte ja den Ball rausklären müssen, als ich ihn hatte. Also es war ein Fehler von mir. Von daher hätte er ein Tor geschossen, wäre es wieder mal ein Fehler gewesen. Also. Das 1-0 war ja eigentlich mein Fehler. Auch wenn ich, wie gesagt, mir ich immer so verteidige, wahrscheinlich ist jeder so macht und es einfach nie einen Elfmeter gibt, weil dann der Gegner nicht einfach so hinfällt. Von daher, es war auf jeden Fall meine Schuld, aber ich denke, damit kann man nicht rechnen, dass da ein Elfmeter zustande kommt. Na, schade. Ja, und wenn es jetzt das 2-3 da gefallen wäre, es hätte ja eigentlich fallen müssen, da hat das leere Tor quasi nicht getroffen. Tor der Stand war noch da, aber logischerweise im 1 gegen 1 in der Situation. Oh, ich wollte. Ja, ich habe eine Taste gedrückt, als ich den Ball noch nicht hatte, und er hat es dann leider als Pass ausgeführt. Also, wie gesagt, ein 3-2 wäre absolut verdient für den Gegner. Auch wenn ich insgesamt immer noch der beste Spieler bin und auch gute Chancen hatte und sagen würde, es ist auf jeden Fall in Ordnung, dass ich führe, nur die zwei Tore Vorsprung sind halt viel zu viel. Ja, da kam zu spät der Laufpass. Es war eine gute Idee, aber da kam halt einfach viel zu spät.
Ich will jetzt logischerweise nicht den Anschlusstreffer fressen, weil dann wird es ja nochmal richtig spannend und das will ich einfach nicht. Ich will das Spiel hier jetzt schön runterspielen und gewinnen. Danke für den Stellungsfehler. Ach, Schmelzer kann einfach keine Pässe, verdammt nochmal. Ich glaube, es war Schmelzer. Okay, da war auch wieder super schwach der Pass. Oh, wenn ich ein bisschen besser den Speed mitgenommen hätte. Gedreht habe ich mich gut, aber das Speed hat dann. Ich habe dann nicht gut den Speed mitgenommen. Sonst wäre ich durch gewesen und hätte wieder flach ins lange Eck abschließen können. Spiel aber auch super offensiv. Ah, scheiße. War gut gespielt, schade. 2-3. Was soll's. Wir schießen jetzt noch eins. Ja, jetzt rastet doch ein bisschen aus, wie es aussieht. 76. Also ja, wir müssen uns konzentrieren. Hat jetzt halt quasi vier Angreifer von gegen vier Verteidiger. Das ist scheiße. Oh, wie weit stehen denn bitte meine Leute weg? Seht ihr das, wie weit die immer wegstanden? Das ist der Wahnsinn, ey. Ich gehe jetzt mal vor Druck. In Hoffnung, dass es besser wird. Ja, komm, wir gehen erstmal schön mit Bender hier in den Lauf. Oh. Muss er jetzt den Pass verkacken, ey? Das wäre quasi der Deckel gewesen. Danke. Oh nein, oh nein. Es war kein Abseits, so unverdient. Egal. Sind trotzdem der bessere Spieler und gewinnen jetzt noch. Und wenn es halt eine Verlängerung sein muss, dann ist es halt eine Verlängerung. Das ist natürlich kein Elfmeter, klar. Alter, das gibt's doch nicht! Abseits, okay. Zum Glück. Das wäre sonst doch gewesen. Ne? Okay, Verlängerung. Dann gewinnen wir es halt in der Verlängerung. Es ist zwar ein bisschen ärgerlich, aber kann man nichts machen. Gegner ist auf jeden Fall auch besser geworden, nachdem man, weiß ich nicht, Formation umgestellt hat oder einfach offensiver gespielt hat. Kann man nicht anders sagen. Trotzdem hätte dieses 3-3 nicht sein müssen. Und wie gesagt, es gab natürlich auch wieder am Ende dann hier diesen Elfmeter, der nicht gegeben wurde gegen Zuber. Ja, Quadrado eingewechselt, Alessandrini eingewechselt und Quadrado spielt mal auf Alessandrini und ja, ist mal ein
Schöne Moralkeule auf jeden Fall. Da geht seine Moral eigentlich schön nach unten. Direkt am Anfang der Verlängerung. Super nice. Genial gespielt. Und Quadrado macht endlich mal eine Vorlage als Einwechselspieler. So, ich gehe wieder auf Defensiv. Ich hoffe, dass wir es diesmal besser verteidigt bekommen. Wobei es echt beschissen war mit diesen vier Spielern. Oh, hat der ein Glück, ey. Fuck. Das hätte eigentlich das 5-3 sein müssen. Ah, Ginter steht davon. Oh, wir hatten doch den Ball. Jetzt haben wir ihn aber. Schön abgefecht. Sind der Torhüter halt einfach wankern. Abseits, fuck. Fuck! Ach, sein Fehler wird nicht bestraft, das ist ärgerlich. Oh, diese elenden langen Pässe dürfen einfach nicht ankommen. Komm, rennen wir hinterher. Schade, es hätte fast funktioniert. Oh, das gibt's doch nicht. Mann, na wenigstens spielen wir wieder Torschancen raus. Oh, was? 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 Wieso nimmt er denn den Ball überhaupt erst an? Meine Fresse, das hätte natürlich auch wieder das fünfte. Also wir hätten eigentlich schon drei Tore schießen müssen. In der ersten. Also in der ersten Halbzeit hier der Verlängerung. Meine Herren! Das gibt's doch nicht! Come on, ey. So verdient wäre das hier, also. Na endlich! Wurde aber auch Zeit. War ja wohl mal sowas von verdient. Und damit war es das auch. Das hätten wir aber, wie gesagt, alles schon in der regulären Spielzeit machen können. Aber schön, dass wir nochmal in der Verlängerung so aufdrehen. Und das sind jetzt schon drei Scorer-Punkte für Arangis mindestens. Drei Tore gemacht, nice. Darf einen Ball mit nach Hause nehmen. Ah, ich spiele das auch nicht mehr gut aus. Ein Stellungsfehler nach dem anderen. Boah, das war doch ein Foul. Also von mir natürlich, aber dass er das nicht pfeift? Krass. Und Lackertor 6-3. Na endlich hat Werner auch noch sein Tor. Wurde aber auch Zeit. Nice. Oh mein Gott, doppelt abgefälscht. Doppelt abgefälscht. Ach du Gott. Ach du Gott, doppelt abgefälscht. Nice. Sehr schön. 6-3. Krass, ey. 3-1 geführt in der regulären Spielzeit, er macht doch das 3-3 und dann gewinnen wir hier 6-3. Wahnsinn. Ah.
Naja, das Ding ist jetzt durch, logischerweise. Oh, ich hab vergessen, auf passen zu drücken. Klingt komisch, ist aber so. Oh, sollte eine Schusstäuschung werden, aber irgendwie habe ich mit meinen fetten Daumen so bekloppt auf die Tasten gedrückt. Official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Ich wusste, dass er die Einladung einnehmen wird. Wir brauchen jetzt kein 6-4 noch, oder? Danke. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das hätten wir auch in der regulären Spielzeit haben können, aber nicht aufgegeben nach dem 1-0, nicht aufgesteckt nach dem 3-3, nachdem wir 3-1 geführt haben, durchgezogen, Verlängerung super gespielt, 6-3 verdient gewonnen. So, Tore. Alessandrini hat ein Tor gemacht? Wann denn? Gar nicht mitbekommen. Ach klar, wo Quadrado auf ihn gepasst hat, ich Idiot. Werner Arangis 3, Alessandrini Ginter. Ich wette mit euch, Arangis hat noch mindestens eine Vorlage. Nein, er hat keine, dafür hat Werner noch eine. Alessandrini 2 Scorerpunkte als Einwechsler und Quadrado immerhin ein. Bender auch noch ein. Sehr krass. Geiles Spiel. Hat dient gewonnen. Nice. So, jetzt nicht vergessen, Aufnahme beenden. Aber wisst ihr was? Ach nee, das mache ich jetzt genau. Ich beende jetzt die Aufnahme und dann schaue ich mal nach, was. Aber ich will noch mal kurz bei. Die Folge wird jetzt wieder ultra lang, da ist mir jetzt gerade scheißegal, weil ich muss mal gucken, was es für Zuber gibt. Wir haben genügend Kohle, falls es noch irgendwelche Optionen für Zuber gibt, müssen wir dann mal einen anderen Zuber holen. Einen anderen Zuber, einen anderen Spieler, weil er hat ja echt. Ich nehme mal meinen Taschenrechner zur Hand und gucken mal, was der für Scorerwerte hat. 6 plus 7 ist 13. 13 durch 5, 4. Der macht 0,24 Scorerpunkte pro Spiel. Okay. Kramaric macht, glaube ich, 0,2. Also 0,24 ist okay, aber halt nicht so überragend. Na, also das muss besser gehen. Deswegen, ich guck mal, was es da noch so gibt. Ja, ich erfahre dann in der nächsten Folge, was ich mir angeguckt habe. Und vielleicht habe ich dann ja schon eine Idee, was ich mir holen kann. Also ich weiß, dass es dann Reus gibt. Ist zu teuer. Ribéry, weiß ich nicht, was da gerade kostet. Aber wir werden sehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.